Oh mein Gott, was ein Frontflip, Digga. Was geht ab, Leute? Rockstar Games hat uns ein neues Fahrzeug beschert und erstmal auch mal richtig dicken Regen dazu. Aber guckt euch das Ding hier einmal an, Alter. Das ist einfach ein Dreirad-Quad in GTA 5 und der kann ganz besondere Sachen, Leute. Die werde ich heute auf jeden Fall auch zeigen. Ist mir eben schon was ganz Lustiges passiert, wo ich mein Game neu starten musste. Ja, Freunde. Weil ich würde mal sagen, das Ding hier, wie man es auch so lustig fahren kann, weil sich unser Typ dann so lustig bewegt, können wir jetzt auch noch tunen. Das heißt, das Ding fahren wir noch in Los Santos Customs, Freunde. Okay, sind wir voll aufs Maul geflogen, Leute. Und Leute, ihr seht's ja, Los Santos Customs hat gerade einfach geschlossen, weil ihr noch kein Like da gelassen habt. Das kann nicht angehen, Leute. Deswegen haut es mal in 3, 2, 1 auf den Like-Button und jetzt sollte Los Santos Customs, glaube ich, aufmachen. Aha, vielen, vielen Dank, Freunde. Haut auf jeden Fall noch auf den Abo-Button und auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Also, ich würde es auch sagen, tut es, weil ich glaube, 70% von euch haben noch nicht abonniert. Leute, ich warte. Also, vielen Dank fürs Abonnieren, Fahrzeug reparieren und jetzt können wir natürlich auch direkt schon eine Panzerung raufhauen für 50.000 Dollar, Freunde. Ihr kennt das ganze Prozedere, wieder ein Panzer raufhauen hier auf den Wagen, am besten noch ein ganzes Flugzeug rauf, so Bremsen, Leute, 35.000 Dollar, Rennbremsen, dann noch Motor hochtunen, EMS-Verbesserung Stufe 4, ihr wisst Bescheid, Auspuff, haben wir jetzt auch nochmal 5 verschiedene Auspuffe, einmal Carbon, Straßen, Racer, Sportauspuff oder Vierer-Auspuff und ich finde, der Vierer-Auspuff macht bei dem einzigen Hinterrad auf jeden Fall gut was weg, also hier holen wir uns den für 9.750 Dollar, Freunde. Hupe muss bei diesem Ding einfach die Clownsuppe her, ich weiß auch nicht warum, aber mir ist gerade eben echt schon, wie gesagt, was Lustiges passiert mit dem Fahrzeug. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Ich freue mich drauf, euch das zu zeigen. Hoffentlich passiert das Ganze nochmal. So, 10 neue Scheinwerfer müssen natürlich auch gekauft werden. Design haben jetzt auch noch 11 verschiedene Möglichkeiten. Einmal orangen Streifen, der in Ordnung aussieht. Doppelter weißer Streifen finde ich auch cool. Roter und blauer. 3 Streifen, Strider Streifen, doppelte Streifen mit Übergang. Oha. Dennoch Speedo 4, Vivang 91, Cox und Jackal Racing. Und ich muss irgendwie sagen, dass mir das hier ganz gut gefallen hat, der doppelte Streifen mit Übergang. Und jetzt machen wir das ganze Ding hier nochmal in der Farbe Hot Pink, Freunde. Heißes Pink muss auf jeden Fall her. Ich guck mal, ob wir noch bei der Sekundärfarbe, okay, guck mal, bei der Sekundärfarbe ist dann hier auch nochmal das mittlere Ding so quasi verändert. Deswegen holen wir uns auch nochmal heißes Pink. So, sieht das Ding doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, kann man mal machen. Ist jetzt nicht so ein Ding, was ich mir alltäglich holen würde, Leute. Also normalerweise würde ich mir kein pinkes Dreirad-Quad holen. Aber Leute, dafür, dass das halt so lustig aussieht, holen wir uns das auf jeden Fall auch jetzt auch im Pink. So, wir haben noch einmal das Nummernschild, was wir noch ändern können. Das machen wir natürlich das ganze Ding hier auf schwarz. Und dann haben wir noch einmal eine Heckschutzblech. Und da haben wir auch nochmal 5 verschiedene Möglichkeiten. Einmal den Carbon-Schutzblech, dann noch einmal Straßenschutzblech, Carbon-Straßenschutzblech, Racer-Schutzblech oder halt Carbon-Racer-Schutzblech. Und ich würde das Ding einfach in Carbon nehmen, sonst ist das auch halt ein bisschen zu viel Pink. Das wollen wir natürlich nicht, Leute. So, dann haben wir noch einmal Getriebe, was wir hochhauen können, auf 40.000 Dollar hoch. So, Renngetriebe und dann noch einmal den Turbo rein hier, ab geht's, 50.000 Dollar. Und dann nochmal die Reifen, die wir ändern können, weil ich finde, diese Standardreifen sehen okay aus, aber man kann sie auch gar nicht ändern, sehe ich gerade. Man kann die Reifen halt einfach gar nicht ändern. Man muss quasi diese grauen Reifen da lassen, was ich ein bisschen schade finde. Ich verstehe auch nicht, guck mal, wir können das hier nochmal pink drauf machen oder rosa, glaube ich. So, aber ich verstehe nicht, warum man denn hier nicht die Felgenfarbe ändern kann. Das ist, glaube ich, das erste Fahrzeug in GTA 5, wo man nicht die Felgenfarbe ändern kann. Finde ich ein bisschen schade, hätte das gerne schwarz gemacht, vor allem, weil das auf der einen Seite hier so eine Abdeckung ist, die nochmal ein Carbon ist auf der einen Felge. Aber sonst, na gut, müssen wir das Fahrzeug, glaube ich, so behalten. Ich habe auch hier nichts übersehen. Ich habe nichts übersehen. Gut, Leute, dann haben wir es mal ein bisschen Spaß. So, wir haben jetzt auch hier schon die beste Wettervorlage, und zwar Regen. Und zwar liegt der ganze Scheiß hier, oh, ihr seht es hier, noch unten auf den Straßen. Und dieses Ding hier hat wirklich ein sehr einzigartiges Handling. Ich meine, guck mal, wenn das Ding driftet, sieht das halt irgendwie sehr komisch aus. Und das Ding ist, wir müssen aufpassen, dass wir mit dem Teil nicht so auf der Seite landen. Sonst passiert halt, oh, ihr seht schon. Ich sage euch, Leute, wenn man auf der Seite landet, dann ist Ende im Gelände. Da könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Ich wollte jetzt hier direkt mal was austesten, ob das Teil hier auch an Wänden fahren kann, weil es halt so gelenkig ist. Testen wir das Ding hier direkt mal aus, an der Wand, das Ding ist das Formel 1 Auto, kann das. Und das Ding sah ein bisschen kritisch aus, ich probier's nochmal. So, komm, ich glaube nicht, fahr an der Wand und ja, oh mein Gott, das Ding kann einfach an der Wand fahren. Oh!
ist auch sehr gefährlich. Also Freunde, man konnte jetzt schon sehen, das Ding geht auf jeden Fall richtig gut ab und kann sogar an Wänden fahren. Und ich denke mal, das Ding kann dann auch halt über Kopf fahren, Freunde. So, und jetzt muss man irgendwie gucken, dass man dieses Teil hier auch noch zum Überkippen bringt. Weil ich wollte euch ja unbedingt zeigen, dass wenn man hier auf der Seite liegt, dass man gefühlt sehr, sehr lustige Sachen hat, die einem passieren. So, einmal hier umkippen bitte. Oh, und ihr seht es hier schon, Leute. Yo, was geht hier ab, Alter? Oha, was ein Stunt. Und ich bin wieder normal gekommen. Das hatte ich eben nicht. Pass auf, Freunde, das machen wir normal. Zack, hier auf die Seite. Und yeah. Ey, was geht ab, Alter? Oh, Alter. Okay, wir müssen auf jeden Fall bei dem Teil auf jeden Fall einen Helm tragen, Leute. Das wird sonst nicht so gut ausgehen. So, wir gucken mal hier, dass wir das Ding mal auf die Seite bekommen. Aber auf die Seite mit dir. Okay. Uns retten quasi hier die Ballsteine. Eben hatten wir das auf dem Casino-Parkplatz gar nicht. Oh. Wow. Alter. Nein. Das hängt jetzt, glaube ich, fest, oder? Nein. Oh doch, wir können auch rauf. Yeah. Nichts passiert mit unserem Dreirad, Alter. Das Ding ist, wollen wir mal gucken, was so die Höchstgeschwindigkeit bei dem Fahrzeug ist. Wir checken das Ganze jetzt hier mal aus. Wir haben nämlich auch eine First-Person-Sicht. Aber wir können gar nicht runtergucken, ne? Wie dumm ist das denn bitte schon gemacht, Leute? Man hat hier... Moment mal hier. Madam, fahren Sie weiter, Madam. Fährt sie jetzt einfach rum. Okay, Freunde, wie man hier unschwer erkennen kann, hat man hier auf dem Radar, beziehungsweise so ein kleines Tacho, so ein digitales Tacho. Natürlich wird jetzt gar nichts angezeigt, weil wir das Auto aus haben oder das Fahrzeug. Aber warum können wir denn da nicht hingucken? Mal so ist das Ding, glaube ich, auch noch aus, ne? Das ist ja, nee, das Ding ist an. Man kann ganz, ganz leicht erkennen, dass da so eine Linie ist, wenn man Gas gibt. Ganz, 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 ganz leicht. Aber man kann, ja okay, wenn man runterguckt, ihr seht es hier, so ein bisschen kann man das sehen. Aber warum kann man denn nicht gut genug runtergucken? Das ist halt voll dumm gemacht, Freunde. Und jetzt müssen wir von der Polizei abhauen. Jetzt haben wir nämlich einen Stern. Und hier, wir machen das Ganze direkt im Style. Oh nein, oh mein Gott. Okay, das ist echt wirklich... das dümmste Fahrzeug, womit man nicht fahren sollte, wenn man von der Polizei verfolgt wird. Also irgendwie hat das ganze Ding hier nicht wirklich viel Nutzen. Ich weiß nicht, wer dieses Fahrzeug in GTA 5 fahren sollte, weil man merkt schon, bei Höchstgeschwindigkeit, wenn ich jetzt voll einschlage, oh, das geht eigentlich noch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so, obwohl, nee, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, kann man auf jeden Fall mit dem Wagen relativ gut handeln. Aber manchmal, guck mal, bricht das einfach dann so aus und fährt dann einfach direkt auf der Seite. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hat, aber Freunde, wir gehen mal kurz Vollgas. Bäm! Oh, oh mein Gott, was ein Frontflip, Digga. Als ob das Ding Frontflips kann. Ich glaube, wegen der Gewichteverlagerung, ne? Das müssen wir nochmal ausprobieren. Okay, jetzt heißt es Vollgas geben. Oh nein, wir haben schon eine Rampe verpasst. Okay, umdrehen und Vollgas geben. Und der Polizei natürlich ausweichen. Alter, das Ding ist wirklich relativ schwer zu steuern. Aber wir wollen jetzt gucken, ob wir mit dem Teil auch nochmal einen Frontflip machen können. So, und ab geht's. Ne, wir haben auf jeden Fall einfach nur Asphalt gegessen. Das soll es auch von dieser Episode gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, damit ihr nichts mehr verpasst, Freunde. Wie findet ihr das Fahrzeug? Ich finde es ein bisschen unnötig, aber es kostet jetzt auch nicht so besonders viel Geld. Also, wenn man ein bisschen Spaß haben möchte, kann man sich das natürlich auch holen. Checkt auf jeden Fall hier noch das andere Video aus. Boom, boom, da kommt er nämlich dahin. Einfach draufklicken, Leute. Draufklicken und dann kommt ihr dahin. Ich mach's auch, also kannst du es auch. Und ich will dich ja nicht stressen oder so, aber das Video ist jetzt gleich vorbei. Dann kannst du nie wieder draufklicken. Also, war das gut. Mach schon.